jetzt eher habe ich nicht das Gefühl, dass man irgendwie komisch angeguckt wird. Also ich meine, bei uns merkt man das jetzt vielleicht nicht, dass wir unbedingt Muslimen sind. Die Vorurteile gegenüber uns Ausländer wachsen. Ich meine, wenn man einen längeren Bart hat und sowas, auch gleich diskriminierend angeguckt wird man oder schlechter behandelt. Im Bus, in der U-Bahn setzt sich keiner neben sich. Also nach dem Attentat in Paris ist es viel stärker geworden. Außerhalb des Freundeskreises hat sich schon etwas verändert. Die Medien hetzen gegen Moslems, Pegida in Shit, Pegida kriegt immer mehr Anhänger. Und es ist einfach nur erschreckend zu sehen, dass dort so viele Verblendete auf die Straße gehen, obwohl sie doch eigentlich gar keinen Grund dazu haben. Es gibt immer Menschen, die Muslime oder andere Religionen diskriminieren, aber das gab es schon immer. Halt nach dem Vorfall werden wir alle Muslime in einen Topf geworfen. Ja, das genau, so meine ich das auch. Na, natürlich, es gibt 99,9% der Moslems gehören nicht zu ISIS, aber diese 0,1% steht auf einmal für die ganzen Moslems da. Das ist auch nicht logisch. Und andersrum auch schade, dass man dann zum Beispiel Boko Haram hat 2000 Menschen umgebracht. Man hört die überhaupt nicht. Von Paris schon. Oder Kurden seit mehr als ein Jahr werden getötet, geschlachtet mit Menschen, die hier gehen. Und da sagt die Politik überhaupt nicht. Erst jetzt, also sollte sowas passieren, damit man überhaupt an Terrorismus denkt. Die Christen oder die Juden sehen uns als Feind. Also das ist so, als ob wir das alles gemacht haben, geplant haben. Ich habe Angst davor, dass das im Großen überschlägt und solcherlei Sterilisierung passieren können, ja. Wer ist am Ende schuldig? Wer hat alles angeblich gemacht? Die Moslems. Sagen wir mal so, es gab mal Jahrzehnten oder Jahrhunderte lang eine andere Religion, die das Buhmann war. Dann hat sich das geändert. Jetzt ist sozusagen der Islam der Buhmann. Und die nächsten Jahre wird es auch so bleiben. Man braucht irgendwie mal einen Schuldigen und das ist so momentan der Islam.